Er gilt als lebendes Fossil, denn er wuchs schon zu Zeiten der Dinosaurier. Seine lederartigen Blätter haben eine einzigartige Form. Sie sind fächerförmig mit deutlichen, mehr oder weniger parallel verlaufenden Blattadern. Im Herbst verfärben sich diese Blätter goldgelb. Der Ginkgo wirkt wie ein Laubbaum, doch aus botanischer Sicht gehört er nicht zu dieser Pflanzengruppe. Er existierte nämlich schon lange, bevor es die ersten Laubbäume gab. Der Wacholder hingegen lässt sich klar zuordnen, nämlich zu den immergrünen Nadelbäumen. Manche der Wacholder wachsen schlank aufrecht, andere breit ausladend, aber auch bodendeckend. Dazu kommt ein großes Farbenspektrum der Nadeln, das die verschiedenen Grün-, Blau- und Gelbtöne umfasst. Auch ihre große Formenvielfalt bietet umfangreiche gestalterische Möglichkeiten. Kleinere Pflanzen eignen sich zudem wunderbar für sogenannte mobile Gärten. Der blaue Teppichwacholder macht seinem Namen alle Ehre. Er wächst dicht am Boden und deckt alles ab mit seinen intensiv blauen Nadeln, während der flache Kriechwacholder dunkelgrüne Nadeln trägt. Schön ist natürlich auch der Blausternwacholder. Egal, für wen Sie sich entscheiden, anspruchslos ist der Wacholder auf alle Fälle. Noch ein Wort zu den sogenannten Wacholderbeeren. Botanisch betrachtet sind es Beerenzapfen. Das bedeutet auch, sie erreichen ihre Reife erst nach 3 Jahren. Da heißt es einfach, Geduld beweisen.